Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Und da wir jetzt eine schlagkräftige Begleitung dabei haben, habe ich mir gedacht, wir räumen ein paar etwas ältere Missionen ein bisschen auf. Ich habe ja hier noch diese hübsche Mission hier mit dem Bohren. Und ich habe noch eine zweite bei den... Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Was heißt denn in dem Haus da? Oder war das hier mit hier oben gemeint? Ach Gott, hier kann man ja... Ach du Heiliger. Hier kann man ja... viel begucken, wa? Ich wollte doch was anderes machen. Hier ist Duster. Halt, da ist sanftes Klopapier. Oh, das haben wir immer gebraucht. Halt, da leuchtet was. Elexit. Buch mit Geschichten, das gucken wir mal später an. Halt, Eisenerz. Hier gibt es also Geldbündel. Geldbündel. Da ist eine Ratte. So, was haben wir hier? Nichts, nichts, nichts. Oh, das blendet. Hier ist ein Loch. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist, glaube ich, unten... Ja, ja, ja. Hier unten ist das... Plasmazellen. Wo der Chef sitzt, ne? Aber ich halte mich schon wieder mit Sachen auf, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich hatte eigentlich ein... Ups, Alter, irgendwie hier... Halt! Splitterrakete, okay. Ich hatte ja eigentlich jetzt hier vor... was andere zu machen, eigentlich. Das heißt, ich nehme mir mal vor, bei nächstbester Gelegenheit hier durch das Gebäude zu... Guck mal, hier sind so viele Dinge zu tun. So, sauber. Hier wollte ich nicht hin, aber ist egal. Das ist kaputt. Halt, da liegt Elexit. Elexit, Elexit, Elexit. Wo ist jetzt mit? Halt. Ach, das war Klettern, okay. Dietriche, Schlafsack. Tja, Ray, wo lacht das Zeug? Nun ja, also wir werden hier bei nächstbester Gelegenheit nochmal rein. Was ich jetzt möchte, ist diese komischen, die ich bis jetzt noch nicht bewerten konnte, weil sie auch ziemlich, ziemlich fett und stark waren. Trockenfleisch, okay. Hui! So, hier ist so eine Spalte. So. Und zwar... da, wo das Gelbe ist. Irgendwo da unten, genau. Da unten in dieser Schlucht, ne? Da sind zwei von diesen fiesen, fiesen, fiesen Typen, die wir bis jetzt nicht... nix anheimsen konnten. Und da ist nämlich der Bogen von dem einen, wo wir noch nicht wissen, wie wir uns dann dementsprechend verhalten sollen. Oh, guck mal, ist er schon da. So, ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Ich speichere jetzt mal ab. Und dann versuche ich mal... Ja. Ich mach das. Okay. Wow.
Ja, es macht. Wahnsinn, wa? Ah, toll. Jetzt kommen sie auch noch zu zweit. So, das heißt, ich habe hier vielleicht die Möglichkeit abzuhauen. Hoffentlich. Ich muss aber erstmal warten, bis sie dichter kommen. Da kommen sie schon. Och, nee, Ray, ne? Okay, gut. Oh. Wo ist denn der andere übrigens? Ich kann ja mal in der Zwischenzeit gucken, ob ich hier vielleicht mit einer heiligen Handgranate oder so... so, Quickslot-Zügrei... Ah, okay, hier. Oh, oh, Ray liegt, wa? Oh, ist Ray tot? Wäre nicht gut. Oh, der lebt noch, okay. Mit der letzten 125 Erfahrung. Aber irgendwo ist dann einer. Ich sehe den noch auf der Karte. Und wenn ich jetzt so runterkomme, ist er sofort auf mich drauf, ne? Da ist er. Nein, ich werde so... Oh. Was? Was? Wo ist das Zeug? Schön, dass du da bist, aber... Hä? Wo ist das Vieh? Ich muss warten, bis ich aufgetankt bin. Okay. Oh, da irgendwo hinten ist er. Und wir haben ihn jetzt dauerhaft an der Backe, oder? Okay. Ich glaube, ich muss aus dem Dunstkreis raus, damit wir von dem nicht weiter... behelligt werden. Und der uns nicht weiter sieht, ne? Ah, wir sind raus. Boah. Boah. So, wir können uns nämlich dann entscheiden, ob wir die Lennart, das ist der Auszubildende, Jäger, oder ob wir das dem Geron, seinem Chef, seinem Meister, seinen Dingsbumster geben, ne? Und da bin ich mir noch nicht so richtig schlüssig, wie ich da überhaupt reagieren soll. Das heißt, ich werde bezüglich dieser Geschichte, werde ich vorher abspeichern und werde in Abhängigkeit, muss ich ehrlich so sagen, in Abhängigkeit, was ist das hier? In Abhängigkeit von dem Ausgang werde ich meine Entscheidung fällen. Und die Freiheit nehme ich mir einfach mal. Ich glaube, hier waren wir schon mal. So. Hui. Ja, haben wir es endlich geschafft, aber auch wirklich nur, na obwohl, den vergaß ich. Aber nur mit Hilfe, ne, von Ray. Alle lieben nämlich Ray. Deswegen konnten wir das nämlich hier machen. Obwohl, wir haben 3 Granaten dafür geopfert. 3 Granaten für einen von diesen Viechern, dessen Namen ich schon wieder, oder deren Namen ich schon wieder vergessen habe. So, ich speichere mal jetzt nochmal ab. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. So, und jetzt bin ich erstmal mit Lennart dran. Mal gucken, warte mal, mal gucken, was Lennart macht. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. 3x Fell, 15 Splitter, 800 Erfahrung. So, okay, F9. Ich glaube, das Beste ist es, dem Lehrmeister die Sachen zu geben. Oh, warte mal, hier ist ein Pfeil. Oh. Und hier ist noch ein Pfeil. Oh.
Sehr gut. Vielleicht verkauft er ja auch noch welche. So. Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. Was? Was? Es gibt dafür... Was? Gut, aber Ray gefällt das. Zeig mir, was du hast. Ich lasse es so. Ich weiß, ich lasse es so. Guck mal, hier ist eine Einhandwaffe. Das Beil ist stärker als das, was wir haben. Können wir aber erst nutzen, wenn wir noch zwei Stärke haben. Okay, einfache Holzpfeil. Oh, das ist sehr gut. Gib mir alle. So, was können wir denn noch verkaufen? Wenn man jetzt hier ausblenden könnte, was jetzt so Schnulli ist. Oder einblenden nur noch, was Schnulli ist, ne? Weil wir haben hier so ein paar Sachen. Zigarette, das ist eine Wertsache, seltsamerweise. Auch Klopapier ist eine Wertsache, sehr gut. Wusste ich schon immer. Ja. Krempel. Ja, viel werden wir hier nicht finden. Trophäen. Ah, okay. Akzeptieren wir mal. So, und ich glaube, jetzt gibt es richtig Stress, wenn wir... Geron hat einen Bogen. Aber ich wollte ihn doch zurück. Warum hat er denn jetzt... Ach, scheiße. Weißt du, wie lange ich brauchen werde, um einen neuen herzustellen? Du hast doch ihn hinten auf dem Rücken. Das ist mir auch egal. Ja, ja, ich hab's ja begriffen. Ich bin hier, um was zu lernen. So ein Ärger. Ja, toll. Und ich krieg keine Erfahrungspunkte. Das finde ich absolut bescheiden. So, okay. Dafür nehme ich jetzt den Übungspfeil hier mit. So. Hier ist noch einer. Oh, warte mal. Wir können hier am Lagerfeuer. Warte mal, was können wir denn? Wir können Asselfleischsuppe. Jawohl. Da fehlt noch was. Ja, und das auch noch. So. Da haben wir nämlich wieder was zu futtern. Und diesen Pfeil, den kriegen wir nicht. Ah, schade. So, können wir hier reingehen, ohne dass wir jetzt eins auf den Deckel kriegen? Metallschrott? Ich glaube mal lieber nicht, ne? So, dann hätten wir nämlich auch das erledigt, wenngleich mir der Ausgang von der Quest absolut nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich hätte ja erwartet, dass man ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt für die Geschichte. Also so wie bei dem anderen 800 XP, so ist die Quest abgebrochen. Und, warte mal. Der hatte doch noch was, ne? Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Mhm. Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Okay. Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. Mhm. Wegen der Raptoren. Tja, Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird.
Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Für dich spricht jedoch, dass du mir Lennarts Bogen gebracht hast. Darum will ich dir eine Chance geben, dich zu beweisen. Sag, wann es losgehen soll und ich werde dich führen. Okay. Warte mal. Okay, bringen wir etwas bei. Etwas bei. Sicher. Wir haben ja ein paar Lernpunkte. Und vielleicht können wir... Ja, wir könnten Rüstung. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit der Stufe, aber wir haben da nicht das nötige Kleingeld. Moment. Zeig mir, was du hast. Das wäre nämlich wirklich eine Sache, die wichtig wäre. Schwefelbrocken, Wert, wird häufig als Zutat gebraucht. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier verkaufen können. Schnaps. Das wären 25. Ich brauche nämlich 250, brauche ich noch. Vielleicht muss ich dann andere Sachen noch verkaufen. Mächtiger Heiltrank, 70. Den dann wieder zusammenzukriegen, ist schon schwierig. Guck mal hier, Goldraune. Sehr selten und wertvoll. Also die sollte ich wahrscheinlich nicht verballern. Wobei hier dieses Stim, reines Elex, das wären immerhin 120. Ist aber wieder ein Rohstoff. Oh, Trophäe Feder. Krallen, wir haben hier noch Krallen. Zähne, Federn. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das, um eigene Rüstung zu machen. Da bin ich natürlich sowieso gearscht dann. Goldbrocken, Rohstoff, Eisenerz. Aha. Irgendwo hatten wir noch so Wertgegenstände, ne? Warte mal. Das ist auf alle Fälle Krempel. Ein guter Teller ist eine Wertsache. Die können wir wegschmeißen. Krempel. So, hier haben wir einen goldenen Kelch. Den schmeiße ich weg. Ist eine Wertsache. So. Schatulle könnte wertvoll sein. Da müssen wir reingucken. Und hier ist Geld. So, warte mal. Ja, ich möchte den abschließen, weil wir haben jetzt die Kohle. Pass mal auf. Und zwar, was hatte ich jetzt gesagt? Die Schatulle, ne? Wir haben hier eine Schatulle. Können wir nicht aufmachen. Die ist einfach so. Okay. Geron, so, jetzt bringen wir etwas bei. Bring etwas bei. Sicher. So, denn ich denke mal, dass wir Rüstung... Oh, ich guck mal hier nochmal. Dieses Rüstung erhöht den Schutz deiner Rüstung. Sehen wir irgendwie... Überleben plus 1. Ach so, die nächste Stufe können wir gar nicht machen, weil da für uns jetzt... A, erlaubt dir besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Mhm. Okay, aber wir haben jetzt mehr Rüstung, richtig? Oder woran sieht man das? Ich weiß es nicht. Woran sieht man das? Gibt es da irgendwie... Ist die jetzt härter, schneller, weiter, höher? Keine Ahnung. Wegen der Raptoren. Wegen der Raptoren. Los. Brechen wir auf und holen sie uns. Ausgezeichnet. Aber achte auf das Männchen. Das fackelt nicht lange. Ja. Mit diesem Biest habe ich noch meine ganz persönliche Rechnung zu begleichen. Was macht so ein Kerl wie du eigentlich hier draußen? Siehst nicht so aus, als wenn du auf der Suche zu dritt nach einem Platz in meiner Hütte bist. Das ist eine längere Geschichte. Ich meine ja nur, Geron ist es gleich ins Auge gefallen, dass du nicht wie der typische Jäger aussiehst. Bist wohl von weiter weg. Nö. Ich hab noch nie einen Blick auf die anderen Länder geworfen. Nee, da ist es immer zu heiß, zu kalt oder zu staubig. Da bleib ich lieber hier. Das stimmt, du musst das stimmt. Es wissen. Ja, aber gut. Seien wir nun besser still. Wollen uns ja nicht verraten. Ja, da ist er schon. Boah. Du Lump. Oh. Ich nehme mal gleich Reis aus hier. Und werde auch gleich besucht. Hehe.
Daneben. So. Hab es. Agro. Ich helfe dir. Ist klar, ist klar. Das hätte jetzt schief gehen können. Oh. Oh. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja doch. Ich versuche mich bloß zu sammeln. Rudelführer. Okay. Da. Los, los. Ja, ich greife an. Oh, das ist verbuggt. Ich kümmere mich darum. Genau, los, Ray. Alle lieben dich. Greifen an. So. Hast es geschafft, wa, Geron? Ich guck mich mal kurz um hier. Bevor wir abhauen und da vielleicht automatisch weggezurrt werden. Ui. Aber hier ist sogar der Zaun kaputt gegangen. Aber hier... Hier ist nichts Spezielles, ja? Ein Krug. Elexit. Metallschrott. Mhm. Nee, das war's. Okay, Geron, dann erzähl mal. Endlich wieder hier draußen zu sein, ist ein wahrer Segen. So. Wegen der Raptoren. Die lauern niemandem mehr auf. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Damit hast du dir meinen Respekt verdient. Da, super. Dafür, dass mir die Biester nicht mehr mein Revier streitig machen... sollst du einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Ja. Und der viel größere Verdienst ist, dass du mir gezeigt hast, dass manch einer da draußen nützlich ist. Das hätte nicht jeder geschafft. Okay. Was steht als nächstes an? Große Pläne schmiede ich nie. Aber eine Sache gibt es dann noch. Die wäre? Ein frisch gebrautes Bier trinken. Es ist schon viel zu lange her, dass ich eines hatte. Nur müsste ich dafür nach Goliath und das möchte ich gerne vermeiden. Darum bleibt nur der Griff zum Wasserschlauch. Ach, du komm hier, spar die Reise. Hier, ich hab ein Bier, wa? Spar dir die Reise hier. Du gibst es, Geron? Einfach so? Einfach so. Dadurch werde ich auch nicht ärmer. Das ist sehr großzügig von dir. Danke, Junge. Tja. Tja. Tja, vielleicht hat er schon neue Pfeile. Oh, er hat neue Pfeile. Das gefällt mir. Er hat immer neue Pfeile. Jawohl, ja. Achso, warte mal. Zeig mir, was du hast. Keine Rüstung. Ein Beil, was wir nicht benutzen können. Okay, 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 okay. Alles klar, alles klar. Ich verstehe schon. Jo. Interessant. Ja, war es auch. War es auch. Mutantenkraut. War sehr interessant. War auch eine schöne Folge, muss ich mal sagen. Hier haben wir noch ein bisschen was zu mitnehmen, habe ich übersehen. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier ein Folgenpäuschen und eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Definitiv. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei sein würdet. Bis dahin, euer Firefox.